Ja, schönen guten Tag zu einem spannenden Wirtschaftstalk. Mein Name ist Jürgen Peindl und wir sind hier bei Alukönig Stahl im Herzen von Wien, einem österreichischen Traditionsunternehmen, einem Leitbetrieb in vierter Generation. Und bei mir jetzt kommt Reinhard Müller, begrüße Sie. Alukönig Stahl, vielleicht einmal vorab, in welchen Bereichen seid ihr tätig, was macht ihr alles, damit man so ein bisschen erstes Gefühl dafür bekommt? Also in Wahrheit machen wir im Bereich Aluminium Fassadensysteme, Fenstersysteme vom Gewerbebetrieb bis zum Industriebetrieb. Im Stahlbereich sind wir klassischer Stahlkomponentenlieferant, nicht für Baustahl, sondern für Spezialstähle, die man braucht heute im Anlagenbau, im Brückenbau, im Maschinenbau hauptsächlich. Und vom Territorium sind wir tätig in Österreich und in den fast allen südosteuropäischen, aber mit Sicherheit südosteuropäischen und europäischen Ländern. Man sieht auch gerade eingeblendet, in Österreich beispielsweise das höchste Gebäude Österreichs auch, wo ihr auch mit dabei wart, die Seedauer, damit man es ein bisschen angreifen kann. Die Seedauer war eine sehr spannende Geschichte, ein französischer Architekt in Kooperation mit einem österreichischen, eine sehr gute architektonische Lösung. Mhm. Wir durften dort in der technischen Gestaltung etwas mitarbeiten, in der technischen Aufbereitung unserer Kunden, die wesentliche Last getragen haben, die Produktion, die Montage dieser wirklich fantastischen Fassade haben beigetragen für ein wirklich, wie ich meine, tolles Landmark. Mhm. Nein, das ist aber emotional auch was, gell, für Unternehmen, wenn man beim größten Gebäude, beim höchsten Gebäude dabei ist, ist ja, das nach 20 historisch. Jahren oder 25 Jahren, die ich fast im Unternehmen sein darf, ist es immer irgendwann einmal das höchste Gebäude. Ja. Es ist auch diesmal das höchste Gebäude in Österreich, aber es gibt auch in vielen anderen Ländern immer einmal das höchste Gebäude. Alukönig Stahl in vierter Generation, Familiengeneration, mitunter das Erfolgsrezept dafür für das Wachstum des Unternehmens, für das, dass sie sich so etablieren können am Markt. Ich glaube, da gibt es schon mehrere Gründe als nur einen. Ich glaube, ein wesentliches Familienbetrieb. Ich glaube, dass Unternehmen, die im Familienbetrieb geführt sind, in einer Größenordnung wie wir, dann doch eine schnellere Entscheidungsbasis haben und dass der Grundstein für, wie ich meine, auch durchaus Erfolg ist. Ich glaube aber auch, dass es die Werte sind, die das Haus pflegt. Ich glaube, die Werte, die wir da haben mit Handschlagsqualität, Verlässlichkeit, wechselseitiges Vertrauen in Richtung unserer Kunden und Retour, aber natürlich auch zu den Mitarbeitern sind schon die wesentlichen Säulen einer erfolgreichen Entwicklung eines Unternehmens. Ansonsten, ja, gegründet 1864 in Retz in Niederösterreich, durchaus üblich für einen Familienbetrieb am Anfang den Weg suchend. Ja. Ich glaube, der erste Bereich war Weinhandel, dann war es ein Wagnerbetrieb bis zum heutigen Unternehmensbereich, den ich heute so ein bisschen als Engineering Company bezeichnen möchte. Wie war dann vom Weinhandel der Sprung zum Alu-Distributor? Da müsste man jetzt die Familie König fragen, ja. Die wissen das besser. Ich bin ja erst 25 Jahre. Erst 25 Jahre. Bei uns muss die Betonung wirklich auf erst liegen. Ja. Wir haben viele Mitarbeiter, die deutlich länger als ich im Unternehmen sind und das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir das Thema Kompetenz und Mitarbeiter sehr ernst nehmen. Unser Gewerk ist eines, das man nur mit sehr viel Erfahrung handeln kann und Erfahrung ist in Wahrheit nichts anderes als die Summe des Wissens der Mitarbeiter. Und daher ist Mitarbeiter ein sehr, sehr hohes Gut, das wir auch pflegen und das ja auch in unseren Werten steht. Wir kommen ja viel herum und führen viele Gespräche diesbezüglich mit honorigen Persönlichkeiten, aber dass man sagt, 25 Jahre erst, weil viele Mitarbeiter viel länger dabei sind, das hört man in Zeiten wie diesen wirklich selten. Gell? Du hast Fluktuationen also, von einem Jahr, zwei Jahren mittlerweile. Das stimmt. War auch immer Philosophie des Hauses. Also als ich begonnen habe und mir damals Peter König bei unserem ersten Gespräch, informellen Gespräch gesagt hat, Herr Müller, ich hätte gern, dass bei uns in Pension gehen. Mein Gott, damals war ich irgendwo 35 und habe mir gedacht, ja, schöner Satz, konnte mit dem überhaupt nichts anfangen. Habe dann nach zwei Jahren gemerkt, er meint das ernst. Ja. Konnte es mir aber noch nicht vorstellen. Und so wie es aussieht, ich bin jetzt 58, es wird wahrscheinlich auch bei mir so sein. Das ist das Unternehmen, das macht das Unternehmen auch aus. Starke emotionale Geschichte. Vielleicht heute sogar auch eine der großen für Sie als Manager in Spitzenposition Herausforderungen, auch gute Mitarbeiter zu finden, neue gute Mitarbeiter zu finden, die zu motivieren und mit denen dann auch zu kommunizieren, glaube ich. Das ist ja eine Riesengeschichte. Ich glaube, dass das die ganz große Challenge ist. Die ganz große Challenge, die wir da haben, ist langjährige Mitarbeiter, die ja dann auch Kontinuität gewohnt sind, die auch vielleicht Veränderungen nicht so wahrnehmen, wie sie der Markt hat, diese dann auch noch zufriedenzustellen, ist, glauben Sie mir, eine echte Herausforderung. Parallel dazu bin ich überzeugt, dass der Wert eines Unternehmens nachhaltig
nur steigerbar ist, wenn man die richtige Kompetenz und das richtige Personal hat. Das heißt, wir sind auf der Suche nach Menschen, die uns helfen, uns weiterzuentwickeln. Ich behaupte ja, nicht mehr Unternehmen entwickeln sich weiter, sondern wir brauchen frisches Know-how, damit wir uns in Summe auch in die richtige Richtung entwickeln können. Das ist schwierig, gepaart mit der Kommunikation, mit der richtigen Kommunikation zu den bestehenden Mitarbeitern, zum Markt, zu unseren Kunden, aber auch zu unseren Partnern. Das sind wahrscheinlich die größten Herausforderungen im Management heute. Einerseits quasi als Soft Skills, andererseits auf der anderen Seite gibt es die Dinge, die man angreifen kann im Unternehmen eben, nämlich Alu bei Ihnen sozusagen. Ja, aber ich glaube, das lässt sich so hart gar nicht mehr trennen. Wir sind ja per Definition ein klassischer Händler. Wir entwickeln Lösungen gemeinsam mit unseren Systempartnern für unsere Kunden, die das wiederum brauchen, um im Markt tätig zu sein. Und wir produzieren es aber nicht. Das heißt, wir lassen produzieren, ähnlich wie die Autoindustrie. Man auditiert die Lieferanten, man kauft von Lieferanten. Daher glaube ich, dass Soft Skills und Hard Facts Themen sind, die so gar nicht mehr trennbar sind. Wirklich verschmelzen. Das ist eine Einheit. Ist eine Einheit, ja. Sie haben gesagt, Alu ist faszinierend. Wenn man jetzt mit Alu nicht wirklich viel zu tun hat oder dann doch ein bisschen eintaucht, Alu ist unzerstörbar. Das verrottet nicht, das hat man ewig. Wie schaut der Lebenszyklus aus? Alu-Fenster, Türen versus Lebenszyklus für die Ewigkeit. Ich bin Ihnen dankbar. Ich bin Ihnen wirklich dankbar für diese Frage, weil wir aus einem Markt kommen, der für Fensterwerkstoffe normalerweise andere Lösungen hat als Aluminium. Im Wohnbau nämlich. Im Gewerbe, überall dort, wo wir auf Büros stoßen, ist Aluminium ich absolut Standard. Bei Ihnen beispielsweise hier. Bei uns, aber auch muss in vielen anderen. Bei uns muss es so sein, aber auch in vielen anderen Bereichen ein absolutes Muss. Im Wohnbau haben wir die Situation, dass wir nach wie vor in Österreich sehr investitionsgetrieben sind. Das heißt, wenn man aber ein bisschen länger denken würde oder sich vielleicht es politisch umsetzen ließe, Lebenszykluskosten anstatt von Investitionskosten zu sehen, dann würden wir mit diesem Werkstoff Aluminium einen Riesensprung machen. Wir hatten gemeinsam mit der TU Wien vor Jahren eine Studie in Auftrag gegeben, wo man versucht hat, die Wartungskosten, einen Barwert zu ermitteln über die Lebensdauer eines Werkstoffes. Und dort war es so klar, dass Aluminium im Vorsprung war, dass es hier eigentlich an der Politik eher daran scheitert, dass wir unsere Mietgesetze ändern müssten. Mhm. Wir müssten vieles ändern, weil vieles auf Investitionskosten aufgebaut ist. Und das macht es ein bisschen schwieriger, nachhaltig gesehen, führt kein Weg dazu. Gerade in Zeiten, wo das Schlagwort quer durch die Politik Nachhaltigkeit ist, müsste man das ja sofort angehen. Nicht die Investitionskosten, sondern eben die Nachhaltigkeit auf viele Generationen. Mir liegt es fern, der Politik Ratschläge zu geben. Wollen wir auch nicht, aber prinzipiell, man kann ja reden drüber. Genau. Ich glaube aber, dass man sich am Ende des Tages über Fakten nicht hinwegsetzen kann. Wir reden von Nachhaltigkeit, wir reden von Entwicklung in Cradle to Cradle, von der Wiege zur Bahre. Und wenn man sich dann die Werkstoffe anschaut, und ich kenne eben nur die drei Werkstoffe derzeit im Bereich Fenster oder Fassade, das ist Holz, das ist Kunststoff oder das ist Aluminium. Da muss man sehen, Holz muss nachwachsen. Das lasse ich der Beurteilung dann anderen gegenüber, ob man und das. Und ist vergänglich halt auch. Ja? Ja, und wir brauchen, aber wir reden von CO2-Ausstoß, wir brauchen Natur, wir brauchen auch diese Themen, aber vielleicht nicht im Fenster als behandelter Fensterwerkstoff, sondern vielleicht sogar in der Natur. Kunststoff, mein Gott, spricht, glaube ich, für sich. Aluminium hatte früher ein bisschen so das Thema, toll, ewig im Kreislauf, verändert nie seine Wertigkeit, allerdings braucht es relativ viel Energie. Jetzt sind wir aber bei dem Energiethema bei Strom. Und bei Strom stellen wir ja gerade die gesamte Mobilität auf Elektromobilität um. Warum? Weil wir von Erneuerbaren reden. Und wenn wir diese Idee der Erneuerbaren auch auf Aluminium ummünzen, dann gibt es keinen wirtschaftlicheren oder grüneren Werkstoff als Aluminium aus unserer Sicht. Stimmt, weil gerade sich da die Stromdebatte auch extrem gedreht hat. Wirtschaftlichkeit, Rohstoffpreise müssen bei Ihnen im Haushalt im Moment auch ein Riesenthema sein, eine große Herausforderung, oder? Also ich glaube, ich bin jetzt fast 25 Jahre dabei und was wir lernen ist, dass Sie mit Erfahrung im Moment nichts ausrichten können. Es ist absolut alles anders. Die Preise steigen aus den unterschiedlichsten Gründen in eine Höhe und wir haben den Plafond noch nicht gefunden. Wir sind überzeugt, dass die nächsten Monate die Preise noch weitergehen, bevor sie stabilisieren oder sich leicht senken. Man muss nur sehen, wir kommen in der Aluminiumsituation von einem Preis, der ungefähr vor 14 Monaten, wenn ich ihn bei 100 nivelliere, dann bewegen wir uns jetzt Richtung 200 und erwarten ein leichtes Zurückgehen auf 180, aber nicht mehr weiter retour. Das gepaart mit einer
Verknappung der Rohstoffe. Und das kennen wir überhaupt nicht. Dieses Phänomen bringt uns alle in eine Situation, wo wir derzeit nach Lösungen ringen und suchen gemeinsam mit den Kunden. Unsere Kunden sind da sehr leidgeplagt. Unsere Kunden stehen heute mit Werkverträgen in einer Verbindung mit deren Auftraggeber. Klare penalisierte Termine, Ware nicht zur Verfügung. Das sind schon Herausforderungen, die wir so nicht kannten. Kunden, insgesamt Metallbau, österreichischer Metallbau in unseren Märkten, wie schaut es da aus? Also der österreichische Metallbau, das ist für mich wirklich ein Phänomen. Der österreichische Metallbau schlägt sich im internationalen Vergleich hervorragend. Österreichische Metallbauer erzeugen Fassaden für Landmarks in Deutschland, in Frankreich, im Dachraum, nein, bis Amerika. Hervorragende Leistungen sind auch dort geschätzt. In Österreich haben wir so ein bisschen die Situation, dass der Metallbau für unser Gefühl etwas unter seinem Wert geschlagen wird. Sie müssen sich eine Büroimmobilie vorstellen, die zu 100%, wenn man 100% des Wertes annimmt, ungefähr 50% das klassische Bauen ist, 25% die Haustechnik und 25% die Gebäudehülle, also die Fassade. Das heißt, wir haben es mit einem Gewerk zu tun, das ein Viertel der Gesamtinvestitionskosten darstellt, welches aber manchmal gesehen wird wie ein nachgelagerter Unternehmer. Ich glaube, dass Fassade heute sehr viel beitragen kann zur Wirtschaftlichkeit, zur nachhaltigen Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes, zum Betrieb eines Gebäudes. Die Betriebskosten sind ja wesentlich höher auf den Lifecycle gesehen als die Investitionskosten. Ja. Und daher wundert es mich ein bisschen, dass der Fassadenbau hier nicht einen stärkeren Stellenwert hat. Ja, und noch dazu ist es quasi die Visitenkarte des Gebäudes auch noch. Das Erste, absolut, was man sieht, ist die Fassade. Absolut. Also zuerst ist der Architekt und dann kommt die Fassade, weil das ist das, was man sieht. Woran liegt es, dass es im Ausland, dass unsere Betriebe im Ausland anerkannt sind? Im Inland zählt der eigene Prophet nichts? Kann man das auch da quasi ein bisschen ummünzen? Also Sie haben ja in Ihrer Frage schon etwas gesagt. Vielleicht auch, deswegen, vielleicht auch deswegen, weil im Ausland der Prophet im eigenen Land nichts zählt und daher die Österreicher. Nein, ich glaube schon, dass der österreichische Metallbau sich durch extrem gutes Handwerk auszeichnet. Er kann viele Dinge, er ist sehr hochmodern ausgerichtet in seinen Produktionen. Wir unterstützen übrigens unsere Kunden auch mit Maschinen, mit Produktionslayout, mit der Einweisung auf neue Maschinen. Ich glaube schon. Beratung ist auch bei Wir verkaufen System. Ihm auch die Maschine. Genau. Wir stellen die Maschine auch auf. Wir trainieren auch sein Personal für die Maschine, weil wir einfach glauben, dass von der Beratung über die Planung bis zur Produktion Qualität durchgängig sein muss. Daher kann man nicht früher aufhören. Und das ist auch der Grund, warum ich unser Unternehmen so gerne als Engineering Company bezeichne. Wir haben gerade geredet über die Hülle des Gebäudes, wie wichtig das ist. Wie schaut das Gebäude der Zukunft aus? Oder haben wir diese Zukunft schon erreicht und es gibt eh nichts mehr, was man noch verändern könnte? Oder viel? Um Gottes Willen. Also ich glaube, wir lernen jeden Tag, dass der Wille zur Veränderung gerade in der Immobilie sehr groß ist, dass die Bereitschaft zum Umsetzen aber aufgrund monetärer Grenzen sich auch sehr in Grenzen hält. Also wir wissen, glaube ich, schon heute sehr gut, wie so ein Gebäude aussehen könnte. Wir sind wirtschaftlich noch nicht ganz in der Lage, diese Themen alle umzusetzen. Was sicher kommen wird, ein Gebäude der Zukunft, und wenn ich nicht nur den Wohnbau sehe, aber schwerpunktmäßig auch die Immobilie, die Gewerbeimmobilie sehe, wird fast alle Energie, die es verbraucht, aus dem eigenen schöpfen. Okay. Wir werden also kleine Kraftwerke sehen, Gebäude werden smart werden, Gebäude werden für die gesamte Steuerung des Hauses einen wesentlichen Bestandteil darstellen. Smarte Gebäude werden der Energiegewinnung, der Energierückgewinnung dienen. Mhm. Smarte Gebäude werden aber auch Dinge vorwegnehmen, die wir heute nicht kennen. Thema Nachtauskühlung. Gehen wir mal davon aus, wir haben einen heißen Tag, die Büros werden alle mit Klimatisierungen gekühlt, die Menschen gehen aus dem Hause, Klimatisierungen werden abgestellt, nächsten Tag in der Früh kommt die Sonne, noch keiner ist im Büro, die sommerliche Überwärmung beginnt. Ein smartes Gebäude würde jetzt den Raum verdunkeln, würde jetzt eine leichte Vorkühlung gestalten, sodass wir die gesamte Energieverbrauchskosten deutlich reduzieren können. Das kommt sicher, das ist ja teilweise auch schon Standard. Macht auch viel Sinn. Wenn man Ihren Firmennamen erstmals hört, so wie es mir gegangen ist, Alu König Stahl, das ist so ein starker Name, da ist Alu drin, da ist König drinnen, da ist Stahl drinnen. Woran soll man denken, wenn man diesen Namen hört, was ist Ihnen im Bezug auf Ihre Kooperationspartner besonders wichtig? Also, wenn man an Alu König Stahl denkt, dann wäre mir
wenn man den Namen hört, sollte man denken an starke Verbindung zu den Partnern, okay. Starke Loyalität zu den Mitarbeitern, sicheres, zukunftsorientiertes, smartes Bauen, mhm. Und idealerweise sollte der Name für Kompetenz stehen. Das steht da absolut. Es ist faszinierend, dass man einerseits Stahl als etwas komplett Kühles, Abstraktes unter Anführungszeichen sieht und andererseits die Komponente Mensch bei Ihnen so eine wichtige Rolle spielt. Mit Partnern, mit den Mitarbeitern. Also, ja, ich glaube, dass ein Werkstoff heute austauschbar sind, Mitarbeiter nicht. Ich glaube, dass wir sehr gut daran tun, sehr viel an Zeit zu investieren, unsere Mitarbeiter langsam an eine Thematik heranzuführen, denn nicht das Unternehmen bestimmt den Wert eines Mitarbeiters, sondern die Kunden. Die sind auch letztlich die, die die Gehälter bezahlen. Mhm. Reise soll wohin gehen? Zukunftsvision noch für Alukönig Stahl? Verdoppelung oder neue Märkte erschließen? Oder, also wir sind, so Ihre Vision? Wir sind der Lizenzpartner von Schüco. Na? Und die ja Weltmarktführer sind auf diesem Segment, jawohl, auch für Janssen. Ja. Und wir dürfen heute einen sehr großen Teil dieses Europas als Generallizenznehmer gestalten. Ob dort eine große Ausweitung territorial noch möglich ist, weiß ich nicht. Wofür wir aber stehen wollen, wohin die Reise geht, heißt sicher Digitalisierung. Ich glaube, wir brauchen Digitalisierung für A, die Absicherung unserer Unternehmen, unserer Arbeitsplätze. Wir brauchen aber Digitalisierung auch für eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Das sind Worte, Digitalisierung ist ein Schlagwort, mit dem man sehr schwer nur am Anfang etwas anfangen kann. Wir nehmen es mittlerweile so wichtig, dass wir vor kurzem einen eigenen CDO eingestellt haben, einen Digital Officer, okay. Weil wir einfach glauben, dass wir zuhören müssen. Wir müssen unseren Kunden zuhören, was sie brauchen. Und wir müssen unser Unternehmen einstellen auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Ich glaube, wenn man sich selbst nicht so wichtig nimmt und die Dinge erledigt, die die anderen von einem erwarten, dann hat man wahrscheinlich auch eine Chance, auf Sicht erfolgreich zu bleiben.